Also, dann bestellen wir jetzt mal das erste Fahrzeug. Und zwar geht es heute um den Talgate S, diesen Audi. Den werden wir jetzt einfach mal in. Ne, wir bestellen ihn ganz genau einfach nur in Weiß, damit wir mehr sehen, was da Sache ist. Autowerkstatt lassen wir das Ganze liefern. Wir haben 1,12 Millionen bezahlt. Jetzt warten wir, bis das Fahrzeug da ist. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gern ein kostenloses Abo da und natürlich nicht vergessen, die Glocke aktivieren, um mehr oder gar keine Videos mehr zu verpassen. Und wir warten jetzt, bis das Auto da ist. Wir gehen so lange in unsere Werkstatt rein und chillen erstmal auf unser Fahrzeug. So, wie ihr vielleicht bereits gesehen habt, in meinem ersten Video zum Tuning-Update habe ich mir hier diese Autowerkstatt gekauft für knapp ein bisschen mehr als 3 Millionen Dollar. Man hat hier 10 Stellplätze frei und unser Auto wird natürlich hier auch gleich auftreten. Man kann verschiedene Missionen machen. Wir haben oben eine Jobtafel und man kann auch so verschiedene Missionen machen. Ich habe mir hier zwei Hebebühnen gekauft für die Fahrzeuge, damit wir doppelt so viel Geld machen können. Vorerst haben wir nur einen Mitarbeiter eingestellt. Wir werden sehen, ob in Zukunft noch ein zweiter gebraucht werden kann. Und sobald das Fahrzeug da ist, werden wir das Ganze komplett auftunen. Okay, Freunde, unser neues Auto ist endlich da. Wir können direkt mit dem Tuning anfangen. Ich habe es in Weiß bestellt, damit wir vielleicht auch einige Tuning-Möglichkeiten sofort sehen. Direkt Fahrzeug modifizieren. Okay, also wir machen natürlich alles wieder auf beste. Einmal Panzerung, Bremsen. Jetzt fängt die ganze Struggle-Geschichte an. Wahrscheinlich werden wir eh darauf hinauslaufen, dass wir wieder das letzte nehmen. So wie immer. Wir haben hier 18 verschiedene Front-Stoßstangen-Einstellungen. Und das sieht böse aus. Was ist das? Das Carbon. Komm, wir gehen mal auf Carbon dieses Mal. Heck haben wir wieder 18 bzw. 12 Teile. Da wir jetzt vorne mit Carbon angefangen haben, denke ich, machen wir da genauso weiter. Sticker haben wir kein Carbon, so wie es ausschaut. Vorerst mal auf Primär. Was ist das? Oh, chillig. Ah ja, brauchen wir gar nicht mehr zu schwätzen. Motor, Luftfilter. Okay. Jetzt kommt der interessante Part. Das sind jetzt neue Sachen, die man machen kann. Im Primär, Sekundär. Ich denke, man sieht es eh nicht. Ich mache mal im Primär, damit es dann. So, V8, V8 Primär, V8 Sekundär. Geriffelt V8. Schauen wir mal, wir machen geriffelt. Aber alles in Primär. Schienenabdeckung. Ob wir das brauchen, 42k sieht schon nice aus. Wir nehmen auf jeden Fall auch wieder primär. Diese Stange ist unnötig, die brauchen wir nicht. Eigentlich ist alles unnötig, aber egal. So. Luftkühler, wir sehen halt jetzt gerade nichts mit Wassersprüher. Doppelventilator, wir nehmen einfach mal den. So, Auspuff, jetzt wird es wahrscheinlich wieder interessant. Wir nehmen Doppel-Carbon-Auspuff. Kotflügel. Wir haben das Auto eh schon breiter gemacht. Dann würde ich es sowieso auf das hinauslaufen lassen, dass wir jetzt praktisch hier diese. Ob wir es in Carbon machen? Ne, ich denke mal, wenn man es einfach mal in der Primärfarbe machen. Motorhaube. Okay, das brauchen wir nicht. So haben wir jetzt was, wo wir reingucken können. Ja, 24 Tuning-Möglichkeiten bei der Motorhaube. Wir können nicht reingucken. Okay. Dann würde ich sagen, der spricht mich an. Der spricht mich auch an. Nee, nicht wirklich. Wir machen es einfach mal Stani so. So, okay. Hupe brauchen wir nicht. Innenraum. Armaturenbrett. Das ist eigentlich wie bei Alice Custom. Renncockpit.
brauchen wir nicht. Sitze brauchen wir eigentlich auch nicht. Können wir später machen. Lenkrad. Okay. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber wir machen einfach den hier. So, Lichter, Scheinwerfer, Xenon, Safe, Neon. Schauen wir nachher vielleicht noch. Jetzt kommt der interessante Part. Wir haben hier Designs. Der gefällt mir schon mal. Der sieht auch krass aus. Die sind noch gesperrt. Erreiche LSK-Meeting 142, um diese Option freizuschalten. Okay, also müssen wir hier noch ein paar Sachen freischalten. Aber als Anfang kann ich schon mal sagen, dass das mir auf jeden Fall gefällt. Deswegen mache ich das schon mal rein. Vollkasko ist eh schon. Spiegel. Carbon. Machen wir Carbon rein. Schutzblech. Brauchen wir ein Schutzblech? In der Primär. So, machen wir so. Nummernschilder brauchen wir jetzt mal nicht. Lackierung machen wir gleich. Dach. Dachzubehör. Nee, wir sind nicht auf Reisen. Gucken, dass wir vielleicht hier so einen schönen. Okay, wir gehen Primärfarbe. Komm, wir gehen mit dem Primärfarbe, Dach. Klar. Ja, ganz klar. So, Seitenverkleidung. Oh, richtig schön Bumper noch hin. Wenn ihr einer da habt. 20 Tuning-Optionen. Da muss doch irgendwas Gescheites dabei sein. Also wir haben ja Chrom vorne angefangen. Dann würde ich das auf jeden Fall mal nehmen hier. Spoiler. Werde ich auf jeden Fall den größten hinklatschen, den es überhaupt gibt. Gar keine Frage. So, GT-Flügel. Sonnenblende. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Klar, ganz runtersetzen das Ding. Getriebe, auch das Beste. Kofferraum. Kofferraum. Lassen wir mal so. Turbo, klar Turbo, also Felgen, wir verdunkeln das Ganze, also wir brauchen jetzt noch Felgen und Farbe. Schwarz-Weiß ist okay, aber ich denke, da kann man bestimmt noch was rausholen. Also Lackierung, Ausstattungsfarbe, das können wir nachher machen, wenn wir genau wissen, was wir jetzt da nehmen. So, Primärfarbe. Gehen wir einfach mal kurz auf Matt. Und ich weiß schon, was ich nehme. Also, ich bin für Orange, Gelb, so in die Richtung. Oder dieses Olivgrün. Ich nehme mal Olivgrün vorerst mal. Sekundär natürlich auch Matt. Und jetzt können wir mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie noch diese weißen Akzente. Hier noch was rausholen können. Ich denke, Schwarz wird da am besten kommen, wo es gar kein Akzent ist. Ja, machen wir einfach mal Schwarz. Ausstattungsfarbe natürlich so wie außen am besten. Also wir haben hier einmal Frostweiß, dann Braun. Olivgrün. Wir nehmen einfach mal Olivgrün. Akzentfarbe. Da nehmen wir ein schönes Weiß. Hier Frostweiß. Ganz chillig. So, dann gehen wir auf Felgen und machen erstmal die Felgen.
Felgen to track. Entweder ich nehme die. Die gefallen mir ziemlich gut. Ich nehme die jetzt einfach mal. Felgenfarbe. Entweder schwarz oder natürlich. Man könnte hier mit der Sekundärfarbe sehr gut zusammenspielen. Wenn man hier noch Frostweiß. Auf entspannt. Weiße Felgen. Felgenmuster. Brauchen wir nicht unbedingt. Reifenfallen brauchen wir auch nicht unbedingt. Reifenverbesserung, schusssichere Reifen, die holen wir uns auf jeden Fall. Reifenquallen brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt gehen wir ganz kurz nochmal auf Farbe, Lackierung, Sekundär, Matt und gucken mal mit Eisweiß, ob das dann... Wir nehmen es einfach mal. Okay, wir steigen mal aus. Also, das ist unser Audi. So sieht das Ganze aus. Ich finde, der sieht ziemlich geil aus. Der ist uns gut gelungen. Klar, man kann jetzt noch die Designs freischalten. Aber der sieht sehr schön aus. Ich finde, der sieht sehr schön aus. Mal was anderes. Sieht fett aus. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar dazu abgibt, wie ihr das Ganze findet und beziehungsweise wie ihr das Update an sich findet. Das ist jetzt mein erstes Live-Tuning für euch und es werden vielleicht noch in Zukunft mehrere Live-Tunings auf euch zukommen. Und ja, es sind ja noch 7 Fahrzeuge, die noch nicht öffentlich gemacht worden sind. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Escobar und Peace. Get the money.